Ja, guten Morgen, Roger. Es freut mich, dass ich dich interviewen darf als Porträt für Tele Kaiserstuhl. Genau. Wie lange lebst du schon in Fisibach? 5 Jahre. Vor 5 Jahren sind wir, meine Frau und ich, daher gezogen. Dort war sie mit dem zweiten Kind schwanger. Aha, meine nächste Frage wäre Familie. Hast du Frau, Kind, wie viel? Hund, Hühner? Ja, wir haben Tiere draussen. Da haben wir ein bisschen Probleme mit Mardern, aber da bin ich am Beschützen. Wir haben 4 Kinder, 2 Söhne und 2 Töchter. Wie alt? Also die Jüngste ist jetzt 3 Monate, dann die Annemette ist 3, der Joe ist 5 und der Älteste, der Neo, ist 7. Wow. Ja. Und was hat dich da auf Fisibach gebracht und was fasziniert dich in dieser Umgebung? Ich schätze da, dass ich so lebe, wie ich das gerne möchte. Das ist eigentlich der Hauptgrund. In einer schönen Umgebung, im Grünen, ich habe einen optimalen Arbeitsweg. Ja, das sind so die Gründe, die ich wirklich schätze. Und die Marder? Nein, die nicht. Aber wir sind sehr herzlich aufgenommen worden in dieser Gemeinde und haben in dieser kurzen Zeit eigentlich schon relativ viele Freunde gewinnen können. Und das spricht eigentlich für mich, für den Ort. Ich arbeite beim Schweizer Fernsehen, auch genau beim TPC. Aber 90% der Auftraggeber ist Schweizer Fernsehen. Es geht ein bisschen einfach, wenn ich sage Schweizer Fernsehen. Und da bin ich Audio-Video-Spezialist, schon seit 11 Jahren jetzt. Was verbindet dich mit Kaiserstuhl, also Fisibach-Kaiserstuhl, als Nachbarsgemeinde? Vor allem die Menschen. Also Kaiserstuhl, Sophia geht in die Spielgruppe zu der Sandra, wir geben die Kleider zu der Alma, wir besuchen Mena oder Margrit, über die Eltern der Kinder. Also dort sind es vor allem Menschen. Der Spielplatz im Kaiserstuhl, ich finde schon, dass man ziemlich über die Kinder, über die Schule, über die Menschen, die Verbindung, die ist eigentlich stark. Und die finde ich auch schön. Ja, Margrit, meinst du, Maggie sie Christ? Oh, jetzt hast du mich vom linken Bein verwischt. Ui, mit dem Julian? Ja, mit dem Julian, genau. Ja, genau. Die gehen jetzt wahrscheinlich zusammen ins Hockey. Ja. Ja, und da trifft man sich. Und das, Feuerwehr kann ich auch nennen. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit einer anderen Gemeinde, wo gut, vielleicht ein bisschen mit Weihach, dort kenne ich auch Leute, aber die ist die Verbindung nie so stark. Also es besteht da schon eine Verbindung. Ich meinte, es ist wegen der Menschen. Und weil man zusammen Sachen unternimmt. Ja. Der Rebenlichtli-Umzug, der hin und her wechselt, Gäste zum Beispiel. Und ich finde es schön, dass man sich so trifft. Ja, kommen wir ein bisschen politisch rein. Bist du Mitglied von einer Partei? Nein, bin ich nicht. Bist parteilos? Ja. Ja. Aber du kandidierst für den Gemeinderat Fisibach. Genau. Für die nächste Legislaturperiode. Welches Ressort würde dich am meisten reizen oder interessieren? Für mich ist das zu früh, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass ich bin nicht so der, der gerne Paragraphen wälzen. Das heisst, ich würde gerne ein Ressort übernehmen, wo ich auch etwas verändern kann. Wo man etwas kann bewegen. Genau. Welches das wird sein, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also weniger mit Justiz und Polizei. Ja, eben, es gibt natürlich auch die Arbeiten, wo man einfach irgendwie muss das Gesetz kennen oder was dann um die Umsetzung geht. Ich würde sagen, Schule würde mich schon interessieren, aber das möchte ich mir jetzt noch nicht antun, weil das ein riesiges Gebiet ist und ich noch zu wenig kenne. Also, vielleicht landet es mal in der Schule, sozial, ich weiß es noch nicht. Apropos bewegen, was würdest denn du gerne bewegen als zukünftig, also wenn du im Gemeinderat bist?
sagen wir es mal so, das ist für mich auch noch ein bisschen zu früh, zum sagen, in einem Jahr sind wieder offizielle Wahlen. Und mein Plan ist eigentlich der, dass ich mich in diesem Jahr hineinschaffe, ein bisschen Gemeinderatskollegen spüren, das Dorf spüren. Und dort werde ich mir Ziel definieren. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich die könnte umsetzen, dass ich etwas könnte bewegen oder mithelfen, wo die Richtung geht, wo ich denke, dann werde ich mich zur Wiederwahl stellen. Das ist eigentlich mein Plan, dass ich jetzt das Jahr benutze als Einstieg und danach die Frage gerne würde ich in einem Jahr nochmal beantworten, weil dann habe ich die Ziele definiert und die versuche dann nachher wirklich umzusetzen oder daran zu arbeiten. Ja, vielleicht ist in einem Jahr ein bisschen früh. Vielleicht müssen wir dich dann in 8 Jahren ja. nochmal interviewen, genau. Was jetzt da alles gelaufen ist. Hast du dich schon mit dem aktuellen regionalen Thema auseinandergesetzt, Verwaltung 2000? Ja, noch nicht stark, aber es ist mir ein Thema. Also Verwaltung 2000 ist ja, wie der Name schon sagt, schon fast, das ist ja durch, das gibt es ja schon. Das grosse Thema ist die Verwaltung 2000 plus, machen wir mit oder nicht? Schwierig. Ich persönlich find nein. Das ist aber meine persönliche Meinung, weil es geht für mich in die falsche Richtung. Mhm. Ich finde, die Gemeinde verliert an Attraktivität, wenn man immer wegnimmt. Also man verliert die Schule, man verliert die Verwaltung und irgendwann hat man dann nichts mehr. Wenn man dann zu fest spart, dann hat man nichts mehr. Und das finde ich, das geht in die falsche Richtung. Ich kann nur sagen, dass die Tendenz in diesen 5 Jahren ist es eigentlich eher schlechter geworden. Wir haben das Lädeli verloren, die Schule zügelt weg, jetzt sind wir schon am Diskutieren, ob man eine Gemeindeverwaltung weggibt. Das sind alles Sachen, die vorher noch da gewesen sind. Und das geht für mich dann in die Richtung, wie kann man vielleicht die Attraktivität wieder verbessern. Mhm. Und das, dort habe ich schon so gewisse Ansätze auch, wo ich sage, Von meinem Inneren her möchte ich gerne in die Richtung etwas bewegen. Ob das dann geht, das werde ich dann sehen. Jetzt wieder zu einem persönlichen Thema. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich besonders berührt oder Nachwirkungen gehabt? Ich denke, das war jetzt die letzte Geburt von der Sophia. Ich habe mir so unheimlich eine Tochter noch gewünscht. Und es ist so aufgegangen, dass es auch ein Mädchen geworden ist. Und ich war überwältigt bei der Geburt. Viel mehr als nur bei den ersten 3. Und die waren schon wirklich überwältigend gewesen. Aber ich denke, das ist noch ein bisschen, das hat noch ein bisschen oben rausgeschaut. Also von der emotionalen Seite her ist das sicher eines der grössten Erlebnisse gewesen, überhaupt. Freut mich natürlich, dass wenn ein Mädchen geboren ist, sich ein Mann ganz besonders freut. Mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne einen Abend verbringen? Das ist noch schwierig, weil durch das Geschäft habe ich die Möglichkeit, mit einem Haufen Persönlichkeiten schon zusammen zu sein. Also, nicht, dass ich jetzt per Du mit dem Adolf Hoge bin, aber es sind Politiker, Roger Federer im Sport oder sonst alle die, die man eigentlich im Fernsehen kennt. Aber ich würde mal gerne mit dem George Clooney oder dem Brad Pitt ein Bier trinken. Ja, da kämpft dich dann auch. Was kann dich so richtig in Rage bringen, Rage bringen? Gibt es nur 2 Sachen. Gewalt an Frauen und Gewalt an Kind. Da komme ich in Weissglut. Und sonst sind es ganz nur für andere Gefühle, die ich lächerlich finde oder den Kopf schüttle. Manchmal finde ich verrückt an meinen Kind. Aber so Rage, das ist gibt es die 2 Sachen. Zum Glück kommt das eigentlich nie vor. Danke vielmals, Roger, für das aufschlussreiche Interview. Spass und gemacht. Und mir, Tele Kaiserstuhl, wünscht dir natürlich viel Erfolg und Kraft in deiner politischen Laufbahn jetzt. Danke. Danke.